Jeden Freitag heißt es beim Tübinger Vollklang Tune Learning, also Lieder lernen. Heute steht ein Volkslied aus Bulgarien auf dem Plan. Viele Orchestermusiker sind auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung in Tübingen gelandet, doch nicht alle. Wir waren aber nie und wollen das auch nicht ein Flüchtlingsprojekt sein. Hier fragt niemand nach deinem Pass. Es sei denn, du teilst uns das mit, wo du herkommst und so, dann ist es okay. Aber ansonsten ist uns das jetzt erstmal nicht wichtig. Und ich glaube, das ist ein starker Moment, warum das hier funktioniert. Untereinander kommunizieren hier die meisten auf Englisch. Finanziell steht Vollklang auf wackeligen Beinen. Ursprünglich wurde es vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, gefördert. Das Orchester ist für viele mehr als ein normales Musikensemble. Volker hat mir die Tour aufgemacht, nicht nur musikalisch, sondern neue Leute kennenlernen, gesellschaftliche Erfahrung, meine musikalische Erfahrung entwickeln. Aber auf jeden Fall habe ich eine Familie gefunden, ja, weil meine besten Freunde sind... Viele sind aus Vollklang oder aus der ganzen Connection, die aufs Vollklang kommen. Jetzt ist irgendwie eine Musikschule, spontan, mit einfach Demokratie. Es ist einfach für alle die gleichen Regeln und es ist ein schöner Platz, einfach Leute, die Interesse an Folklore zu finden. Die Volkslieder, die sich Vollklang selbst beibringt, werden nicht mit Noten gelernt, sondern rein nach Gehör und durch gemeinsames Üben. Und anhand der Lieder lässt sich erfahren, wo die Orchestermusiker herkommen. Vollklang spielt georgische und persische Lieder und Melodien aus Westafrika und vom Balkan. Wir wollen dieses, wie soll ich sagen, dieses spalterische Moment von wer lässt sich hier integrieren und wer lässt sich nicht integrieren oder alles ist immer so schwierig und die Kultur und so, also das erleben wir hier nicht. Vollklang will Menschen und Kulturen verbinden und ihre Spielfreude wollen sie teilen und freuen sich, endlich wieder Konzerte geben zu können.